echt der Wahnsinn. Hallo, du wunderbarer Mensch, und willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie ich lebe hier mitten im Wald in Schweden in meiner kleinen 1x2x3 Meter kleinen Holzkabine. Und wie du siehst, ich habe hier sogar ein Fenster. Ich zeige dir gleich mal, wie es hier drin aussieht und was für Möglichkeiten ich hier alles habe. Dafür mache ich aber gleich mal die Tür auf, denn wie du siehst, es ist hier ziemlich dunkel drin, trotz des Fensters. Also ein bisschen mehr Licht rein hier. Und dann zeige ich dir mal, was hier so abgeht. Und zwar kommst du durch diese Tür hier normalerweise rein. Und dann habe ich hier direkt Ablagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das war hier vorher schon drin. Hier habe ich eine kleine Pumpe, um meine Luftmatratze für das Bett aufzupumpen. Da kommen wir mal später noch zu. Hier habe ich eine kleine Ablage für meine Schuhe. Hier habe ich noch eine weitere Ablage. Da habe ich ganz viele Mützen, Handschuhe, Handtücher. Hier habe ich meine Kulturtasche. Hier habe ich noch eine Ablage. Und das hier ist eigentlich keine Ablage, sondern eine Treppe. Eine Treppe, die mich hier hinführt. Nämlich hier ist mein Bett, was ich quasi runterklappen kann. Ich mache das mal ganz kurz. Ich entferne einfach diese beiden Holzteile hier. Und so. Und auf der anderen Seite, ich stelle mal die Kamera kurz ab. Und bam. So, und dann sieht das so aus. Hier unten lebe ich. Hier ist mein Bett. hier da drüben seht ihr übrigens 3 Schlafsäcke und 2 Decken, denn hier wird es nachts richtig kalt. Und hier kann ich die Luftmatratze aufpumpen. Und jetzt, wenn man jetzt hier drin steht, seht ihr das, müsste ich mich ducken, um hier leben zu können. Deswegen die smarte Erfindung, das Bett einfach runterklappen. So, jetzt aber weiter im Programm. Und zwar geht es weiter.
Hier habe ich nämlich einen kleinen Schreibtisch, wo ich Bücher, Wasser, alles stehen, mit einem kleinen Stuhl. Hier könnte ich theoretisch auch arbeiten. Und direkt neben dem Schreibtisch habe ich das absolute Highlight. Meine Gasheizung. Denn die hält mich warm. Denn hier wird es richtig kalt. Ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht so ein bisschen sehen. Ich habe hier noch drei weitere Fenster. Die sind aber alle so ein bisschen offen. Das heißt, hier kommt immer Luft rein. Und ohne diese Gasheizung werden das dann, ja, wenn ich morgens aufwache, sind es meistens 5 Grad hier drin. Bedeutet, bei 5 Grad könnte ich hier drin überleben, aber eigentlich nichts anderes machen. Da würde ich eigentlich nur hier sitzen und frieren. Deswegen ist das Ding richtig geil. Unter dem Schreibtisch, ich hoffe, man kann es sehen, habe ich einfach noch so, da ist mein Rucksack zum Beispiel, stecke ich ein paar Sachen hin. Und hier hinten ist mein Kleiderschrank, mein Koffer. Und das war's. Dann steht noch ein Rucksack. Und das war's eigentlich. Das war's. Hier hinter mir seht ihr noch meine Kamerasachen, meine Objektive und noch 2 Ablagen. Und ansonsten war's das. Es ist super klein, super simpel. Und trotzdem ist auf ganz wenig Platz, mega viel Platz, den ich nicht nutzen kann. Das ist mega geil. Ich zeige euch mal später, wie ich aufs Bett raufkomme. Denn das ist tatsächlich eine Nummer. Das muss ich euch später zeigen. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren. Draußen liegt ein bisschen Frost. Sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Und heute ist Sonntag. Und ich nutze den Sonntag immer dafür, um quasi einen kompletten Reset zu machen. Um viel Zeit in der Natur zu verbringen. Alles zu machen, worauf ich Bock habe. Ihr habt gesehen, ich habe gelesen. Ich werde draußen gleich einfach bisschen abschalten, die Natur genießen, auf neue Ideen kommen, dann werde ich vielleicht später noch was schreiben, was aufnehmen, mal gucken. Es wird auf jeden Fall ein super kreativer Tag, in dem ich komplett Zeit für mich habe. Und ihr seid natürlich mit dabei und ich zeige euch, was man hier im Schweden im Wald so alles machen kann, beziehungsweise was ich so alles mache hier. ich hab noch was vergessen, was ich euch zeigen kann. Also, ich schließe jetzt mal die Tür. Bam! Ich kann ja auch ein Schloss davor machen, theoretisch. Und da vorne, da oben, zu machen. So, und zwar direkt vor meiner Hütte habe ich hier noch eine Gasflasche, die ich austauschen kann für den Gasheizer. Und hier ist mein Kühlschrank, eine Kühltruhe. Und dann habe ich hier noch einen Wassertank, um mich mit Wasser zu versorgen. Eine Sache, die ich so wunderschön hier in Schweden finde, sind einfach diese Steinmauern, die so mit Moos bedeckt sind und die einfach vor jedem Grundstück sind. Und dann gibt es noch hier diese Bäume, könnt ihr hinter mir sehen. An denen ist einfach so ein grünes Zeug überall dran. Und ich habe keine Ahnung, was das ist und wie das entsteht. Aber das gibt es anscheinend nur in Regionen, wo die Luft extrem sauber und klar ist. Und es tut auch einfach so extrem gut, hier in Schweden zu sein und einfach so richtig tief durchzuatmen. Einfach so. Es ist so geil. So geil. Und jetzt hört mal hin. Man hört einfach nichts. Es ist einfach komplett ruhig hier. Also so, komplett ruhig. It is snowing! And the sun is out! Oh my god! This is so beautiful! So beautiful! Oh my god! This is insane! Wow! Ah, I got one! Yes! Oh. Es schneit einfach. Es ist so genial. Oh, oh
mein Gott. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist wunderschön hier einfach. Oh mein Gott. Echt der Wahnsinn. Wie die Sonne hier durch die Bäume strahlt. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so verdammt schön. Wow. Diese Sonne, die einfach alles erhellt, alles so wunderschön macht und uns Energie schenkt, bedingungslos jeden Tag. Sie strahlt in unser Gesicht und sie macht alles einfach so wunderschön. Danke, liebe Sonne. Danke für diesen Augenblick, für diesen Moment, für diesen Tag. Danke für dich. Du bist so unglaublich wertvoll. Danke, dass du auf dieser Reise mit dabei bist. I think it's right. Fuck. It's right in the bush. Let's see what happens. It was a nice and calm landing. Okay, let's get the drone. Hello, baby. You fine? You look fine. I mean, just a little dirty. Clean you up and check you. Ja, wie ihr seht, es ist mittlerweile schon dunkel. Es ist gerade kurz nach 16 Uhr. Es ist dunkel und kalt. Und ich würde jetzt einfach mal eine Runde ums Gebäude laufen, beziehungsweise ums Grundstück. Und dann werde ich es mir so richtig schön gemütlich machen. Bei Wärme und einem Buch und was zu schreiben. Und den Abend quasi ausklingen lassen. Yeah. Also jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Das Bett ist schon runtergeklappt. Und jetzt geht es hier hoch. Wir haben jetzt hier drin... Oh, kann man es sehen? So um die 20 Grad. Ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ich kann es gerade selber nicht so sehen. Und es wird nachts runterkühlen auf ungefähr 5 Grad. Und ich schlafe im Übrigen komplett nackt. Ich habe Wollsocken an und ich habe eine Mütze auf, denn der Körper bleibt am besten warm oder kühlt am schnellsten ab über den Kopf und natürlich die Füße. Und ich würde auch Wollsachen tragen, hätte ich Wollsachen, aber ich habe keine Wollsachen. Denn alles andere kühlt den Körper einfach nur noch viel schneller runter, als wenn man nackt ist. Deswegen laufe ich bei 5 Grad nackt. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Challenge. Nämlich hier rauf zu kommen über die Leiter. Mit der Kamera in der Hand, das ist natürlich noch besser. Ich lege euch mal hin. Hoppa. Okay. Hoppa. Ach, ich bin jetzt so langsam hier oben. Ich leuchte mit meine Handy-Taschenlampe. Und bin jetzt hier am Ende angelangt. Ich lege mein Handy hin. Ja. Und ich stoße hier, wie ihr seht, mit dem Kopf gegen. Wenn ich liege,
geht's aber. Und jetzt mummel ich mich in meine... Also ich schlüpfe jetzt in den ersten Schlafsack, mach den zu, dann in den zweiten Schlafsack, mach den zu. Dann habe ich noch eine Decke, die ich auf mich rauflege, noch eine Decke, die ich auf mich rauflege und dann noch einen Schlafsack, den ich auf mich drauflege. Und ich achte darauf, dass halt keine Luft irgendwo reinkommt. Denn sonst sind die Nächte sehr kalt. Ja. Hallo, das, was du gerade gesehen hast, war mein Leben für 5-6 Wochen mitten im Schweden im Wald in einer kleinen Holzkabine. Es war ein sehr simples Leben. Es war quasi eine Zeit back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Für mich ein kompletter Reset. Denn als ich dort war, komplett auf mich gestellt, quasi mitten im Nirgendwo, war ich meinen Emotionen ausgesetzt, meinen Gedanken ausgesetzt. Ich durfte mit der Kälte klarkommen. Ich durfte mit dem kleinen Zuhause klarkommen. Ich durfte mit all den Dingen klarkommen, die dort als Herausforderungen auf mich warteten. Und all die Dinge wertschätzen, die normalerweise wir für so selbstverständlich erachten. Ein warmes Bett, was auch wirklich ein Bett ist. Ein vernünftiges Dach über dem Kopf und eine Heizung, Wärme und auch die Möglichkeit zu kochen und zu duschen. All diese Dinge durfte ich in dieser Zeit lernen, wirklich, wirklich wertzuschätzen. Und dadurch, dass ich alleine war, mitten im Wald, komplett auf mich alleine gestellt, durfte ich so viele Herausforderungen für mich meistern. Und es gab Momente der Traurigkeit, es gab Momente der Frustration, es gab Momente der Einsamkeit. Und all diese Momente haben mich so gestärkt. Denn auf der anderen Seite gab es Momente der tiefen Verbundenheit mit mir selbst, mit meinen Emotionen, mit all dem, was ich bin, mit der Natur, mit der Fülle des Lebens. Und durch dieses simple Leben, ohne Ablenkung, ohne viel Medienkonsum, durfte ich auf einmal die vielen kleinen Dinge wertschätzen. Wie zum Beispiel die Schneeflocken, die ich mit meinem Mund auffangen darf. Die Blumen am Wegrand, wollte ich gerade sagen, aber vielmehr die Steine am Wegrand, das Gras, die Bäume, all die Feinheiten der Natur. Und dementsprechend gab es Momente der tiefen Dankbarkeit und der tiefen Verbundenheit. Und falls du diesen Ruf spürst, in dir auch mal so eine Erfahrung zu machen, einfach mal ein Wochenende zu zelten, im Wald zu verbringen oder eine Woche oder einen Monat oder wie lange auch immer, kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, das, was ich da erlebt habe, es ist eine Erfahrung, die dich stärkt, die dich wieder grounded, die dich wieder ganz zu dir führt und dir diese Klarheit verschafft, wer du bist und wohin dein Weg geht. Das hat es zumindest für mich gemacht und ich bin unendlich dankbar dafür, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber es ist kein Leben, was ich auf Dauer leben will, zumindest nicht auf diesem Level, zumindest nicht auf diesem Grad, aber eine Erfahrung, die ich unbedingt machen wollte und die mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Und jetzt bin ich wieder zu Hause, bin gerade dabei, mich einzurichten und dabei, all diese Erfahrungen zu integrieren und bin mega happy dafür, jetzt wieder all das zu haben, was ich da nicht hatte. Und falls dir dieses Video gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal für all die zukünftigen Videos. Es wird noch viel mehr in die Richtung gehen, dich immer mehr und mehr mit deinem Herzen zu verbinden und dieses Leben in Freiheit zu führen. Diese Freiheit, die in dir beginnt und sich dann im Außen widerspiegelt. Ich danke dir von Herzen, ich freue mich mega, mit dir diesen Weg gemeinsam zu gehen. Lass mir einen Kommentar da, mit Wünschen, mit Anregungen, mit dem, was du aus diesem Video mitgenommen hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und bis dahin, Marius Michler. Ich glaube an dich und ich liebe dich.